So, und damit herzlich willkommen zurück zu Crisis Core. Wir verfolgen immer noch Holländer, der hier wie so ein komischer Typi, wie so eine Tunte langläuft, ja. So, wenn jetzt, ich hab gar nicht, da stand, glaube ich, gerade, wo wir sind, aber ich hab's nicht gelesen. Es gibt keine Kommen, Holländer. Achso, ich kann schon laufen. Alter, der Typ macht mich fertig. War da eine Truhe? Nö. So, dann speichern wir. Oh ja, stimmt, jetzt weiß ich noch so halb, was jetzt kommt. Genau, warte mal. Oh mein Gott. Aus dem Weg, Altmetall! Metal-Leute. Okay, ich glaube, jetzt muss ich erstmal ganz kurz an Heilmittel schlucken. Und dann haben wir jetzt nochmal Vita. Einmal das ist mein Limit-Orbital. Das ist natürlich ganz cool. Weil dadurch vielleicht auch ein bisschen was schneller kaputt machen kann, vielleicht. Wenn ich zum Beispiel kritisch kriegen würde, ne? Das wäre halt geil. Treffen wir die ganze Zeit den gleichen, das ist richtig. Oh oh. Nein! Alter, Hilfe! Jetzt kommen natürlich keine gescheiten DBW-Dinger dabei raus. War ja klar. Noch nicht mal MP frei. Kommt gar nichts. Danke für gar nichts. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal die ganze Zeit den da treffen, weil der hat glaube ich nicht mehr viel. Oh oh. Wäre echt peinlich, wenn ich jetzt sterben würde. Peinlich nicht, ärgerlich. Der Boss ist ja jetzt nicht so ohne, ne? Ja! Lass mich doch raus hier! Hier, Säcke! Nee! Ich topfe das Gas hier! Das war jetzt gemacht, weil ich gerade AP frei bin. Jawoll! Ja, danke schön. Ups. Könnte ich jetzt einfach mal gescheite Sachen bekommen? Okay, wartet mal. Dann heile ich mich mal hier nochmal. Bisschen Blitz draufballern. Brauch mal Blitzgar. Das gibt's nämlich auch hier. Also die quasi Blitz 2 und 3, wie es ja im Hauptspiel hieß. Blitzgar und Blitzgar. Ich bin gar nicht sicher, was zuerst kommt. Ich glaube, Ra. Ja, muss sein. So. Heil mich nochmal. Ich guck mal, was würde ich sagen. Ach, warte mal, dann kann ich meinen. Komplett alle machen. Wo es ja eh nicht komplett auffüllt. Ja. Okay, schon wieder ein Schnitt. Mein Vater hat mir gerade Essen reingebracht. Ist aber eh noch total heiß. Ah, das heißt, ich kann das noch eben hier, ne, ein bisschen aufnehmen. Wo es 17 Minuten geht die Folge eigentlich noch. Achso, ich wollte nicht. Ach ne, habe ich ja schon. Boah, jetzt bin ich ja so raus. Ah, es ist einen habe ich ja schon tot. Ey, die beiden halten doch so viel aus, ne? Ja, beiden gleichzeitig treffen. Das. Ja! Ja! Nice! So, ein Restzimmer, glaube ich, einfach so rauf, oder? Wie wär's? Hier einfach so. Bam! 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 Jawoll! Keinen einzigen Matrix-Ding bekommen. So, Cutscene! Nee, doch noch nicht. Aber gleich kommt, glaube ich, eine sehr umfangreiche Cutscene, wenn ich mich nicht täusche. Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? Angeal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zack?
What do angels dream of? Angeal. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Defend yourself! Angie ist so ein Whiner geworden, ne? Das kann echt nicht wahr sein. Okay, ich meine halt echt, da kommt jetzt eine Cutscene. Dann habe ich vielleicht falsche Dialog, aber vielleicht kommt's ja jetzt. Keine Ahnung. Tell me what happened. Ach, natürlich, ich bin so dumm. Mom. Jetzt geht's ab, Leute. I wanna help out a friend. But I don't know how I can do it. Hello? Mom? Hello? Hooray! Heaven? Not quite. Church in the slums. An angel? No, I'm Aerith. You fell from the sky. Huh? Scared me. So you saved me, huh? Not really. Hello? That's all I did. Thank you so much, Aerith. I'm Zack. I have to repay you somehow. Don't worry about it. No, no. Uh-huh. Hey, how about one date? What is that? Don't be silly. But... Stop! Don't step on the flowers. Excuse me? Normally, people are more careful with flowers. Well, I guess I'm not normal. Oh. You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house too. If I were you, I'd sell them. Hmm? Midgar's full of flowers, your wallet's full of money. Midgar full of flowers, wallet full of money? Never thought of it that way. Aerith! Wurde der DBW-Matrix zugefügt. Jawollo! Leute, jetzt kann ich ein bisschen erzählen, ja. Aerith, kennen wir ja aus dem Hauptspiel. Ja, ich verrate mal nicht so viel aus dem Hauptspiel, ne? Eine sehr bekannte Person, eine extrem bekannte... Oh, nicht auf die Blumen drehen. eine durchaus bekannte Final Fantasy Person, eine durchaus bekannte Videospielperson überhaupt, ja, über das Medium hinweg, ja, und ja, wir sehen sie nochmal wieder, sehr schön. Wir haben sie quasi im Hauptspiel nicht das letzte Mal gesehen. Das ist doch eine schöne Sache. Erstmal Trunduden.
Ich muss echt schnell jetzt voll Bock auf meinen Scheiß hier zu essen, aber ich tue es nicht, ja, aus Anstand. Und das Lustige ist, es ist ja genauso passiert wie im Hauptspiel, Zack. Also es ist schon irgendwie interessant. Durch die Decke gekracht, in das Blumenbeet. Und Aerith hat uns quasi aufgeweckt. Genauso, Entschuldigung, ist es ja mit Cloud im Hauptspiel passiert. Ich muss gerade echt ein bisschen aufstoßen. Ah, so, geht wieder. Und was passiert eigentlich, wenn wir auf die Blumen treten? Passiert irgendwas? Ja. Halt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht auf die Blumen treten. Ich muss mal überlegen, wie sie nochmal gesprochen haben im Hauptspiel. Ich glaube, ich habe diese normale Stimme nur ein bisschen heller gegeben, ne? Ach ja, tut mir leid. So. Ich muss mal überlegen. Kann ich sie nochmal ansprechen? Suchst du den Ausgang? Der ist dort drüben. Willst du schon los? Ich bleib noch etwas. Ist gut, du kannst die Blumen anschauen, solange du Lust hast. Ich wurde die Bretter rausgerissen und die Blumen da reingesetzt. Aber ist halt ganz lustig, weil eigentlich in Midgar so eine trostlose... Oh, neue Mission. So eine trostlose Metropole ist da, sind Blumen schon irgendwie was Besonderes. So, wo haben sich denn jetzt hier bitte die Missionen erweitert, wenn ich mal fragen darf? Kann ich eh nicht sehen, ne? Die schöne Unbekannte. Nee. Ja, das mache ich so bald. Was haben wir denn hier überhaupt alles so? Strandgut, ja, wertvolle Dinge. Exterminio, es ist halt alles noch so schwer. Einsame Schächte, das können wir halt nur machen. Endphase wurde ist eh langweilig. Es sei denn, wir kommen dabei was. Das Monster aus der Station 1. Ich glaube, hier bekommt man ein paar Sachen. Okay, kümmere ich mich irgendwann drum. Im Zweifel, ich denke mal, kurz vor dem Finale wird es dann wirklich nochmal so ein, zwei Folgen geben, indem ich nur einfach so eine Mission mache. Weil ich dann stark genug bin, die auch alle zu bewältigen. Schön schnell. Gut, dann gehen wir doch einfach mal durch den Ausgang, oder? Oh, hinten mal rein. Geht das wohl? Im Hauptspiel kommt man ja einmal in der einen... mal Abschnitt hinten rein, aber... Nee. Das kann man eigentlich schon von hier sehen, weil die Tür nur aufgemalt ist. Ja. Der Curry-Ketchup breitet sich auf meinem Teller aus. Sag mal, wohnst du hier? Ja. Wo willst du hingehen? Weiß nicht so genau. Ich bringe dich hin, okay? Wohin? Weiß auch nicht so genau. Du kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja. Wie? Was? Echt jetzt? Cool. Aerith hat übrigens noch ein anderes Kleid als im Hauptspiel dann. Wir sind hier unter der Platte, oder? Sektor 5, die Slums. Ja. Ein Stück den Weg runter liegt das Zentrum des Slums. Da treiben sich immer eine Menge Leute rum und außerdem kommt man von dort aus rauf zur Platte. Ich werde dich bis dorthin begleiten. Von der Stadt aus komme ich bestimmt irgendwie wieder zurück. Gut, dann zeig mir den Weg. So, jetzt darf ich erstmal ein bisschen criticizen. Ah, die geile Mucke. Okay, ich bringe dich bis zum Slum-Zentrum. Denn die Kirche sieht ein bisschen anders aus als im Hauptspiel. Im Original ist ja hier direkt nebenan dann eigentlich der... Ja, muss gerade überlegen. Naja, genau, da kommen wir jetzt zum Wallmarket und so fast nebenan. Sieht ja alles sehr anders aus, aber naja, gut. Der Soldat mit die Zack Fair bekleidet ab dem heutigen Tag mit Sofortwirkung den ersten Rang. Ende der Mitteilung. Das kam ja richtig schnell. Bam, bam. Ihr könnt ja nebenher laufen. Nein, geh nicht. Ich kann nicht ganz langsam laufen. Bam. Ich hätte einmal mit den Leuten reden können, ne? Dim, 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 dim. Hier fällt hier von dem runter, was ihr Schnösel oben auf der Platte wegwerft. Vor euch mag das ja einfach nur Müll sein, aber wir können das oft noch gut gebrauchen. Bam, 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 bam. Komm, bis zum Schlamm. Samtzentrum ist es noch ein Stück. So, ich werde aber trotzdem mal mit dem da hinten reden. Vielleicht hat der noch was Cooles zu sagen, irgendein Easter Egg.
Die meisten Leute in den Slums sind nicht besonders gut auf Shinra zu sprechen. Und wen wundert's? Schließlich scheren die sich da oben einen Dreck um das, was unter der Platte geschieht. Das ist korrekt. Mit dem war ja gerade geredet. Na los. Hier würde ich auch gerne Blumen pflanzen. Bäm, bäm. Das ist kein Bock mehr. Okay, muss ich wahrscheinlich... Ja, selber den Abschnitt wechseln. Ah! Monster! Wurde auch langsam langweilig. Wir müssen fliehen, Zack. Wow. Keine Sorge, Baby. Um die kümmere ich mich. Bist du dir sicher? Bleib schon zurück, damit du nicht was? Damit du nichts abkommst, so. Ich kann nicht lesen, aber das wisst ihr ja. Oder mir fällt. Aber jetzt gerne mal Aerith gehabt hätte. Fehlt nur noch einer in der Matrix. Ne? Okay, hier mein Critical. Ich muss sowieso mal gucken, wie die Prozentanzeige aktuell so aussieht. You can do it, Zack. Yeah, I'm on fire now. Bam. An deiner Seite braucht man keine Angst zu haben, was? Meinst du? Ja, die Monster waren ein Klacks für dich. Du bist wirklich stark. Stark, meinst du? Ist was? Nein. Nein. Gar nichts. Wie auch immer. Diesen Igelviechern stutze ich hier jedenfalls. Der Stachel. Kann ich lesen! Ziemlich cool, oder? Hm. Zack ist ein Lappen. Hm? Weiß nicht. Aerith, in solchen Momenten darfst du ruhig ein bisschen mehr aus dir. Du, Zack, lass uns weiter, ja? Badam. Hallo? Genauso wie sie es gesagt hat. Hallo? Bam, bam, badam, bam. Ich würde ja gerne langsam nebenher laufen, aber es geht in dem Spiel nicht. Sieht aus, ey. Ich bin doch einfach meinen Kopf größer als sie, ne? Ist okay. Stereotypen müssen ja bedient werden, nicht wahr? Bam, bam. Die Bewohner des Slums fallen in zwei Lager. Die einen hassen Shinra, die anderen vergöttern es. Ich höre im zweiten Lager an. Eines Tages werde ich mir einen Shinra-Manager angeln und ein gutes Leben führen. Okay. Bam, bam, bam. Komm, wir müssen weiter. Kein Problem. Warte auf mich. Wie sie rennt. Bam, bam. Hier liegt also das Slum-Zentrum. Ja. Hm. Was hast du? Die Slums sehen fast so aus wie eine ganz normale Stadt. Klar, was hast du denn? Viele Leute leben hier schon jahrelang. Hinter dem Torla liegt ein Markt. Zu dem gehe ich immer gerne, weil es so viele Stände gibt. Außerdem kommt man von da aus auch hoch zur Platte. Genau, das erst. Ja, das passt ja. Das ist ja wieder ein bisschen wie im Hauptspiel. Es ist alles viel größer. Ein bisschen weiträumiger. Aber im Original ist die... Ist halt die Kirche quasi da, wo jetzt da hinten die Häuser sind, diese kleinen. Zeig dir mal gleich hinter diesen... Ja. Da ist eigentlich die Kirche. Aber gut. Bäm, bäm. Also Kleinigkeiten wollen wir uns mal nicht aufhängen. Immerhin ist es halt immer, immerhin noch, ne? Gleiche Architektur so in etwa. Willkommen in Slums von Sektor 5. Von Wirtschaftswachstum haben wir hier leider nicht viel mitbekommen. In dem Tor liegt ein Markt und diese Straße runter gelangst du zur Kirche. In der Gegenrichtung hinter einem Geröll fängt Sektor 6 an. Da liegt auch direkt ein Park. Genau. Sektor 6? Achso, ja doch, Wall Market, ne? Sektor 6 ist ja Wall Market, da hinten geht's ja eigentlich auch rein. Neben dem Park. Ich meine, dahinter müsste dann Sektor 7 anfangen, weil als er gesprengt wurde im Hauptspiel, da war ja direkt dann der Schutt davor. Ich würde eigentlich gerne mal mit den Leuten reden. Ich habe eine Mail. Es ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich vom Land in die Stadt gekommen bin. Aber noch immer habe ich mich hier nicht eingelebt. Zu Hause war die Luft viel sauberer. Hier unter der Platte droht man manchmal regelrecht zu ersticken. Das ist doof. Warte mal, die hatte doch irgendwie ein... Wo bleibt bloß der Onkel so lange? Hast du bei jemanden verloren? Nein, ich warte hier auf den Onkel. In Midgar soll es in letzter Zeit nur so von Monstern wimmeln. Deswegen wird der Onkel und die anderen ausgezogen, um die Monster zu bekämpfen. Jetzt kommt er nicht zurück, wie? Er kommt ganz sicher zurück. Wenn ich hier auf ihn warte, dann muss er einfach zurückkommen. Weißt du, der Onkel ist ganz nett. Als ich ihm sagte, ich würde ihn gerne heiraten, hat er gelächelt und ja gesagt. Ich mache gerne Sorgen, der kommt schon wieder. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren, hörst du? Ja. Da hat auch irgendwas zu bedeuten. Ja, der könnte mir noch nicht sagen. Also, will ich jetzt wirklich zum Wall Market oder will ich hier erstmal
zu. So. Warte auf mich. Er zeigt es nicht an, bis ich reinlaufe. Das ist ja auch Käse. Bin ich ja nicht jetzt mal im Park? Oh ja. Oh ja, das ist doch eigentlich der perfekte Ort, auch um die Folge zu beenden. Es ist so gemein. Der darf immer Sephiroth spielen. Und ich muss, ich meine das Monster. Voll fies. Jo, finde ich auch. Wir spielen so das. Ich bin Sephiroth. Der ist nämlich Rang 1. Voll das geile Kind. Monster müssen sich warm anziehen, wenn ich komme. So, und die Stimme habe ich auch schon mit 10. So, dann lese ich noch schnell die Mail und dann ist auch die Folge vorbei. Ich werde nämlich echt meine scheiß Sachen essen. Holländers T-Shirt. Oh Gott. Ich habe mir sagen lassen, dass das Lieblingsshirt von diesem Holländer das Logo der berühmten Banora Apfelkompottdosen ziert. Wow. Wenn Spiel wirklich so versessen auf Apple ist, oder hatte der auch seine Finger bei dem Spiel, was in Banora abging? Seine Arbeiten in der Forschungsabteilung waren regelrecht Desaster. Regelmäßig Desaster. Im abteilungsinternen Machtkampf oder lag er, wurde auf einem deutungslosen Posten runterbefördert und tat sicher einen tierischen Hals auf Shinra. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden die ihn auch nicht kündigen lassen. Aber das T-Shirt ihm wohl das als Stressausgleich dient? Ja, sehr schön. Gut, dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es gefallen. In der nächsten Folge werden wir uns hier nochmal den Spielplatz näher angucken. Da hinten ist ja, da hinten, wo es rot ist, fängt eigentlich Sektor 7 an. Anscheinend ist er schon gesprengt, weil die ganzen Sachen liegen. War ein Witz. Aber dann ist das ja dann eigentlich Sektor 7. Naja, mit Tifas Bar und so, man kennt es ja. Im Original ist ja dann auch Tifa einmal da hinten lang gefahren nach Sektor 6. Das heißt, da rechts müsste es eigentlich auch nach Sektor 6 gehen. Aber macht doch eigentlich Sinn. Na gut, nächstes Mal geht's hier weiter, direkt auf den Spielplatz. Wir reden nochmal mit Aerith und dann gucken wir mal in Sektor 6 rein. Also bis dahin. Tschüss.